dann kommen wieder Wunschpartner Löwe. Was ist bei Wunschpartner los? Da kam zwei. Schon wieder auf Umwegen zum Ziel. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, wie ein Aal winde ich mich hin und her, nicht aus Boshaftigkeit, sondern aus Vorsicht. Ich möchte mir eben ganz sicher sein, dass du der Richtige für eine Partnerschaft bist. Ich brauche einfach noch Zeit und meine derzeitigen Lebensumstände sind ziemlich kompliziert, wie du ja weißt. Löwe. Traumtänzerei. Es ist nicht das erste Mal, dass du alles durch die rosarote Brille siehst. Was mich betrifft, auch in unserem vorherigen Leben hast du nur das Beste in mir gesehen. Negative Aspekte blendest du aus. Deine Freunde kommen auch nicht mehr an dich heran. Hänge nicht länger deinen Tagträumen nach. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Du hast viele Erwartungen, wo zuguckt mit diesem Wunschpartner hier Löwe. Wunschpartner Löwe. Und das kann er dich nicht geben, meine Liebe. Momentan nicht. Ja. Und er hat sicher vieles durchgemacht in Sachen Liebe, dass er so vorsichtig ist bei dir. Ja. Er will ja sicher sein, ob das lohnt, ob es lohnt mit dir. Ja? Er will es sicher sein, dass es mit dir lohnt. Ja? Er muss in seinem Leben viele Entscheidungen treffen. Gegenwart. Ah, die ist gekommen. Oh. In vielerlei kämpft er Machtkämpfe. Versuchung. Ja? Abhängigkeit. Sogar Verrat. Zukunft. Ui. Das ist viel. Das ist viel. Noch eine Zukunft. Ja. Aber er wird vorwärts gehen mit voller Leidenschaft. So wie es weitergeht, wie es war in Sachen Liebe, möchte er nicht mehr. Ja. In vieles in seinem Leben, ja, es war eine Krisephase, die diese Wunschpartner mitmacht, ja. Und vieles hat er, von vieles hat er Angst in Sache Liebe, es hat ihn geprägt, diese schlechte Erfahrung, die er gemacht hat. Löwe, was war noch in der Vergangenheit, in Liebesangelegenheit, ja, viel Verpflichtungen. Gegenwart, was war da abhängig? Was war er abhängig? Von jemandem. Von jemandem war er sehr abhängig. Zukunftsliebe. Sein Lebensweg, ja, er wird Veränderungen mit sich bringen. Er möchte auch diese Veränderung. Er möchte nicht mehr Angst haben. Er möchte nicht mehr Hemmungen. Es hemmt ihn. Ja? Er fühlt sich wie Gefängnis. Es blockiert ihn. Ja? Er hat immer mit der letzten Partner und der Partnerin vieles verzichten. Damit dem Partner und Partnerin gut geht. Und das hat ihm sehr an seine Grenzen. Er ist an seine Grenzen gestoßen. Es überforderte ihn. Er hat wie Panik, Angst, Panik, wenn es um
Wenn es um Liebe geht, wenn es um Liebe geht, wenn es um Partnerschaft geht, ist es sehr unsicher. Ja, sehr unsicher. Das ist das, sehr unsicher. Da. Gegenwart. Ja, was ich hier merke, ist abhängig von der Situation, ja, wie Gefängnis. Aber was ich hier merke, er kommuniziert sehr gerne mit dir, ja. Er eine süße Karte. Er kommuniziert sehr gerne mit dir. Er redet sehr gerne, er führt sehr gerne Gespräche mit dir. Das liebt er. Ja, mit dir zu kommunizieren. Und er ist sehr diszipliniert in sein Leben. Auch sehr eine strenge Persönlichkeit, sehr autoritär. Und er möchte Gerechtigkeit in seinem Leben. Er möchte, dass ihm wieder gelingt zu lieben. Dass er etwas Normales hat und nicht dieses Giftiges, Toxisches von der Vergangenheit. Das möchte er nicht mehr. Ich kann nicht ausschließen, dass dein Wunschpartner von der Ex-Partner oder Ex-Partnerin auch Kinder hat. Das kann ich nicht ausschließen. Zukunft. Löwe. Zukunft. In Zukunft wird er immer noch zu tun haben mit Ex-Partner, Ex-Partnerin, die Streit, wichtige Enthüllung. Ich kann nicht ausschließen, dass er betrogen worden ist, das kommt ans Licht. Oder irgendetwas kommt ans Licht, was mit Ex-Partner oder Ex-Partnerin zu tun hat in Zukunft. Warten. Man wartet nur auf das Resultat. Er möchte Gerechtigkeit. Ja, er kämpft ja. Er geht mit vollem Feuer nach vorne in Zukunft. Und er wartet nur. Und du fehlst ihm. Fehlen. Eine Person fehlt ihm. Du fehlst ihm. Ja, er hat Angst, dich zu verlieren. Ja, Verlust. Er hat Angst, dich zu verlieren, weil das so in seinem Leben so eben. Ich brauche einfach noch Zeit. Und meine derzeitigen Lebensumstände sind ziemlich kompliziert, wie du ja weißt. Er hat dir das schon mitgeteilt, meine Liebe. Das bestätigt diese Karte hier. Ja? Das bestätigt mir mit dieser Karte. Jetzt weißt du, warum er so ist zu dir. Ja? Jetzt weißt du, woran es liegt. Was bei diesem Mensch. Und diese Situation wird noch weit gehen. Das ist nicht von heute auf morgen erledigt, gelöst. Mit dieser Ex-Geschichte. Und wenn noch Kinder im Spiel sind, Verstehst du? Ich möchte noch eine Karte für Löwe, für Wunschpartner, was noch bei was anders sitzen, was bei ihm los ist. Jeder ist ein bisschen anders. Wir sind verrückt hier. So denkt er. Über die ganze, das ist der Essenz der ganzen Legung. Schau mal, Löwe, die letzte Karte.
Jedes ein, jeder ist ein bisschen anders. We're all made here. Wir sind alle verrückt hier. Das ist, manchmal sitzt er da in seinem Zuhause und denkt, wir sind doch alle verrückte, wir Menschen. Also er beschäftigt und macht sich schon viel Gedanken über die Situation, verstehst du? Ja. Jetzt eine Karte für dich, wo zuguckt hier. Ich sage Liebe für dich. Ja, es geht um dich. Wo zuguckt, ja, die wollte raus. Tief in deinem Herzen kennst du bereits die Antwort, meine Liebe. Tu das, was für dich richtig ist. Zeit des Nachdenkens, gesteht euch noch ein wenig Bedenkzeit. Ja? Alles, alles Gute. Bye.